Hallo, mein Name ist Tino, ich bin Redakteur beim Moviepilot. Heute erzähle ich euch, warum ich mich auf The Ends of the Earth freue mit Jennifer Lawrence. Wahrscheinlich habt ihr noch nicht so viel von dem Film gehört, viel gibt es da auch nicht zu hören, abgesehen davon, dass die Rechte zu dem Drehbuch gekauft wurden von Harvey Weinstein, also der große, dicke König des Independent-Films in den USA. Noch niemand ist gecastet, außer Jennifer Lawrence in der Hauptrolle. Es ist eine große, epische Liebesgeschichte, basierend auf wahren Tatsachen. Und zwar geht es um einen Ölmagnat namens Ernest Marland. Und der war verheiratet und hatte eine Adoptivtochter namens Liddy Marland. Nicht blutsverwandt. Die hat er geheiratet, irgendwann später. Was ein großer Skandal war. Aber selbst diesen Skandal haben sie überstanden und so weiter und so fort. Und waren verantwortlich beide für wichtige soziale Reformen. Warum ich mich auf den Film freue? Zwei Gründe. Zum einen, das Genre, beziehungsweise die Tatsache, dass es sich bei The Ends of the Earth um eine große, epische Liebesgeschichte handelt, wie wir sie, denke ich, nicht mehr gehabt haben seit Der englische Patient oder Jenseits von Afrika. Sagen wir Jenseits von Afrika minus Afrika plus Inzest. Und der zweite Grund ist, Jennifer Lawrence spielt die Hauptrolle und ist auch eine ganz tolle Rolle. Die Liebesgeschichte zwischen Vater und Tochter, Vater und Adoptivtochter, die er dann heiratet, wird erst dann zu einem Problem für die Gesellschaft, als sie anfangen, diese sozialen Reformen einzuführen. Das Interessante ist auch, das Ganze basiert auf realen Umständen. Die Person gab es tatsächlich und es wird auch einigermaßen so abgelaufen sein. Und ist alles sehr interessant. Wie gesagt, es ist sehr vielschichtig. Das Drehbuch ist wirklich sehr spannend. Diese große Liebesgeschichte umgibt so ein wenig wichtigere Themen. Eben so ein bisschen der Köder, um das Publikum ranzuziehen. Sehr überzeugend sind beide Figuren. Ernest Marland und Liddy Marland. Eben wie gesagt, die Adoptivtochter und der Ziehvater sozusagen. Beides sehr schöne Rollen. Sie ist ein wenig wichtiger. Also es ist auch klar, dass sie die zentrale Figur ist. Ein bisschen mehr als er zumindest. Es ist eine ganz tolle Rolle für Jennifer Lawrence. Auf den Leib geschnitten. Wie gesagt, wie man das so sagt. Immer eine ganz starke Frau, die auch einiges durchhalten muss. Dadurch, dass sie ihren Vater heiratet. Was im beginnenden 20. Jahrhundert auch nicht gerade ein Zuckerschlecken war. Heute wäre es, denke ich, also man muss sich vorstellen, Woody Allen, aber am Anfang des 20. Jahrhunderts. Man kann sich nur freuen darüber, dass die Karriere wahrscheinlich weiter bergauf geht. Auch gerade mit The Ends of the Earth. So, das war's von mir. Ich hoffe, ich habe euch angesteckt mit dieser Vorfreude. Mit meiner Vorfreude auf den Film The Ends of the Earth. Wenn dem so ist, dann das Däumlein hoch.